So Freunde, willkommen zum dritten Tag des Sturmangriff-Turniers. Alles sehr schnell, 5 Sterne, Rotes gesperrt. Wir sind Top 5. Könnte gut sein, jawohl. Okay, wir sind sehr oft angegriffen worden. Guck dir das an. Hier hatten wir eine richtig schöne Serie. Irgendjemanden, den wir kennen? Nee. Time to say goodbye. Morgen gegen so einen? Guck mal, das ist halt das Faszinierende. Ne? Der sieht jetzt gar nicht hier so stark aus, theoretisch. Wenn wir dann mal hier... Gut, das ist jetzt auch nicht gerade der Stärkste. Nur einer Truppen. Oh. Okay. Okay, also wir gewinnen einfach. Wir kriegen gute Gegner. Gegen wen haben wir denn hier sonst noch verloren? Hier. Er ist zum Beispiel stärker. Jetzt sogar die Ninja-Truppen. Guck mal hier. Die sehen stärker aus als der da oben. Aber ist egal. Monsterkiller 22. Was geht ab? Danke für die Punkte, die ich an dich verloren habe. Okay. Gut, aber wir sind immer noch solide. 80%. Also alles gut. Das haut gut hin. Gut, wir starten. Demon, was ist das? Zack, Lady. Demon, Zack, Lady. Drei Slayer. Okay. Drei Slayer, die Herrin. Ja. Okay. Selber negative Statusänderung von allen Verbündeten. Fügt 20% mehr Schaden zu bei entfernten Statuseffekt. Das ist Evelyn. Ist egal. Kriegen wir hin. Vertraue darauf. Okay. So. Board sieht prinzipiell nicht gut aus. Wir müssten gucken, dass wir irgendwie Proteus an den Start kriegen. Aber ich sehe halt noch nicht wie. Das Einzige, was wir machen können, ist hier die Lilanen. In der Hoffnung, dass auch Grün nachkommt. Ne? Okay. Sie wird eh auslösen. Gehe ich fest von aus. Aber warte mal, wir haben hier 6 Steine. Dann kriegen wir das vielleicht sogar hin. Obwohl, sie löst trotzdem aus. Aber wir haben dann unsere Grünen. Vielleicht lässt sie da ein oder zwei in Ruhe. Okay, perfekt. So. Sagen wir, gehen mit Elkan dennoch durch die Mitte. Einfach. Um die Schwerter wegzukriegen, ne? So. Wir werden auslösen. Wir können es nicht verhindern. Okay, das tat ein bisschen weh. Ein bisschen viel sogar. So, jetzt lass mal bitte... Lass meine Helden da, lass Ariel, jawohl, okay. So, nochmal durch die Mitte. Wird wehtun, Proteus wird es nicht schaffen. Aber wir müssen das ja irgendwie dennoch hinkriegen. So, du bist schon mal weg. Ich glaube, wir müssen ein großes Halleluja machen, ne? Hier mit dem hier. Okay. Ganz schön auf die Mütze von denen. Okay, die Slayer hauen ganz schön rein. Na, shit, ey. Okay, shit. Ja. Da die halt auf alle gehen, ja, das ist das Problem. Sehr schnell geladen, gehen auf alle, ist echt undankbar. Ah, gut. So, das wird jetzt ja auch wunderschön. 4 Heiler, 2 Reviver und Alfrike, ne?
Das ist wieder der Traum eines jeden Spielers. Bleiben wir bei den Grünen. Oder nehmen wir tatsächlich Gelb? Wenn wir Gelb nehmen, wir können Vivica nehmen, wir können Drake nehmen. So. Versuchen wir es mal so. Warte mal, die sind ja eh alle mit den Steinen geladen, deswegen gebe ich June mal hier noch ein bisschen den extra Touch. So. Okay, versuchen wir es. Halt schief gehen kann es nicht. Okay. So mache. Habe ich hier 3, da 3. Eine Kaskade, vielen Dank. Ja, jetzt das Problem, ne? Wir können eine Mutter raushauen, aber wir haben nichts mehr für Alfrike danach. Und Liedenbrock kommt. Das heißt, wir müssen Alfrike raushauen. Geht nicht anders. War ein bisschen Overkill, aber was soll ich machen? Okay, nichts passiert. Ich muss warten, weil es bringt nichts, jetzt Proteus zu machen, wenn Dienbrock wieder am Start ist. Dann werden wir jetzt die Seite hier mal blocken. Die mir nicht am Keks gehen. Wir ghosten hier. Mana Shield, okay, wunderbar. Das ist der Traum. Dann danach raus. Dann könnten wir hier spielen. Können wir die stumm machen, die Seite. Also ich warte mal noch. Ich muss gucken, ob Alfrike zurückkommt. Okay, kommt sie nicht. Alles klar. Dann können wir hier mal sowas spielen. Aber dass die beiden dann auch stumm sind. Mana Shield, ja. Ja. Okay, so, sie sind geladen. Okay, sie ist auch da. Welcome back. Blöde Kuh. Direkt natürlich auch zwei Minions, dass sie dann wahrscheinlich das von Proteus dann auch überlebt, ne? Ach, okay. Block da. Okay. Ja, Ariel mache ich an, ne, um Mana-Slowdown wegzukriegen. So, wie kommen wir jetzt an Gelb? Indem wir so spielen. Okay, falls Alfrike jetzt zurückkommen sollte, da ist sie. Hallo, was geht ab? Können wir sie direkt raushauen? Dann würde ich sagen, machen das so und so. Oh, das ist wieder so ein Match, ne, was bis an die Schmerzgrenze geht, glaube ich. So, so, eine Mutter raushauen.
So. Jetzt können wir die hier ghosten. Und dann werde ich Liedenbrock raushauen. Beziehungsweise, ich will mal gucken. Können wir die Seite stumm machen? Okay. Weil die Heilung über Zeit, die muss definitiv da weg. Du hast wie viel Leben? 500. Reicht da Drake? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob Drake reicht. Nee. 35. 35, da reichen doch die Steine bestimmt, oder? Wenn nicht, dann habe ich die Arschkarte. Okay, ich wollte schon sagen. Das war ein bisschen hart gewesen. So, auf die Mutter. Jetzt müssen wir zügig Gelb sammeln. Damit wir das da wegkriegen. Bitte. Das Problem ist, wenn sie jetzt Alfrike wiederbringt, dann feuert Alfrike direkt. Okay, es ist nur Liedenbrock, in Anführungsstrichen. Nur. Aber selbst die ist ja trotzdem nervig. Weil sie jetzt wieder die Heilung über Zeit macht, ne? Das ist jetzt wieder unser Problem. Es ist halt echt dämlich, ne? Also es ist wirklich halt nur Heilung und nur hoffen, dass halt Alfrike dann einen killt. Und das ist halt so was von Scheiße. Und dann hast du halt noch diese ganzen Minions dabei. Die ja im Endeffekt auch nur dafür da sind, um dir auf den Sack zu gehen, ne? Sag mal so, wenn Alfrike jetzt wiederkommt, dann können wir eh aufhören. Dann sind wir eh durch. Ja, alles klar. Mhm. Sind alle wieder da. Wir spielen 7 Minuten. Alle sind einfach alle wieder da. Es ist ein Traum. Ja, es ist wirklich. Man lebt seinen Traum im Rush. So, jetzt ist so, als wäre nichts gewesen. Ja, als wäre wirklich nichts gewesen. Oh, haben wir jetzt eventuell noch hier eine Chance? Weil Damage macht er nicht. Er macht kein Damage, der Gegner. Wir müssen einfach jetzt nur gucken, dass Liedenbrock jetzt vielleicht nicht so viel heilt, dass wir sie rausballern können. So, ich brauche noch 2 Züge. Hier den. Ich habe keine Zeit für den Scheiß. Gehen auf Liedenbrock, die hat weniger Leben. Ah, scheiß die Wand an, ey. Komm, Beeilung. Aber so ein Match kann ich verzichten, weißt du? Wow. Würde es keinen Damage geben, der mit der Zeit ansteigt, dann hätten wir das verkackt. Okay. Holy. Oh, yeah. Ach, ja, yeah. Es wird immer schlimmer. Jetzt haben wir 2 Alfrike da stehen.
Okay, ja. Eigentlich brauchen wir hier echt Mana-Kontrolle, ja. Also, aber ich muss halt auch jemanden haben, der killt. Das ist das Problem. Ich kann nicht nur Mana-Kontrolle nehmen, ich muss auch jemanden haben, der killt. Vielleicht, warte mal, wir nehmen Vivica und June mit und nehmen jetzt hier einen mit, der Mana kontrolliert. Hänsel. Oder die Herrin. Dritter Heiler, vier Heiler, dann haben wir gar kein Damage. Mana-Kontrolle, Hänsel. Ein 2-1-1-1. Das kann nicht gut gehen eigentlich. Man kann natürlich auch grün weiternehmen. Aber es ist halt auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Revival, ja? Für mehr Revival war kein Platz mehr da. So, warte mal. Otois. Die? Die? Das Problem ist, mein Gelb ist nicht da. Mein Gelb ist not available. Sind für die Angriff. Aber ich habe so viele Farben und es ist halt trotzdem ein Scheißboard. Ne? Hat mir nichts gebracht. So gar nichts. Hat mir nichts gebracht. Selbst wenn ich drei gelbe mitgenommen hätte, es hätte nichts gebracht. Weil wir einfach hier am Arsch sind. Auf die beiden. Naja, sehr. Aber wären eh getroffen gewesen. Okay. Alles klar, ja, dann würde ich sagen, das war schön, dabei zu sein. Vielen Dank für dieses traumhafte Board, was du mir gegeben hast, und kannst mir mal stecken. Ich verstehe es nicht, ja. Ich meine, selbst wenn ich drei Gelbe genommen hätte, es hätte halt einfach gar nichts gebracht, weil halt gar kein Gelb da war. Ich glaube, hier nehme ich jetzt wieder meine Grünen mit. Weil ich will einen nach dem anderen, glaube ich, eher raussnipen. Deswegen nehmen wir jetzt mal Bock und Liana mit. Oder Evelyn und Liana, ginge auch. Evelyn und Liana. Nee, dann war das so. Aber auch halt grün, ja? Ich brauche halt meine Farbe, ja. Geil. Aber ja. Ich brauche meine Farbe grün. Aber was kriege ich? 1, 2, 3, 4 überall verteilt. Dann hasta la vista alles in Alfrike rein. Und jetzt ist gelb da. Guck es dir an. Jetzt ist fucking gelb da. Jetzt, wo ich es nicht brauche. Ich kann nur hoffen, dass sie jetzt Proteus in Ruhe lässt. Und natürlich auch auf die Herrin. Also, Rush, ja, es ist und bleibt ein Wix-Modus. Ganz einfach. Da kannst du mir sagen, was du willst. Es hat nichts mit Skill zu tun. Es hat gar nichts mit irgendwas zu tun. Guck dir das an. Ja, hier, jetzt spielen wir wieder rein. Kriegen nochmal Frika ab. Dann ist vorbei. Dann kommt Kadilen, wir dodgen dann alle auf Teufel komm raus. Die halt auf 3000 Leben hoch. Und wir haben immer noch kein Grün.
Und wir lösen jetzt Alfrike zum dritten Mal aus und dann sind wir down. Komm, den Spaß gönnen wir uns. Komm, hier. Bam. In gelb, weil wir gelb gerade gebraucht haben und jetzt nicht mehr. Okay, alles klar. Ciao. Vielen Dank dafür. Okay, alles klar. Ach, fick dich doch. Das ist so ein Scheiß, ey. Das ist einfach Müll, wirklich. Einfach Müll. Richtiger Müllmodus. So, guck mal, wir haben jetzt kam gerade gelb, ja? Jetzt nehmen wir wieder gelb. Weil wir denken, wir haben jetzt die Gunst. Gunst des Spiels. Nehmen jetzt gelb mit. Mhm. Kriegen sogar unsere Matches. Ja. Guck mal, jetzt machen wir das so. Oh. Was ist da passiert? Das kann aber nicht mit rechten Dingen zugehen. Das war aber eher ein Zufallsprodukt, ne? Weil wir können ja nicht spielen, weil wir zweimal Null hintereinander hatten. Ja. Du Scheiße, wir können das auch noch wegnehmen. Wir werden doch jetzt wohl nicht etwa gewinnen. Oh, Protoss. Die wird mir nämlich hier am Senkel gehen. Deswegen hat sie erstmal kein Recht. So. Da mal drauf gehen, dann können wir da die gelben reinspielen. So, dir gebe ich die gelben, dann bist du erstmal fertig. Du darfst durchs Gift sterben. Meine Genugtuung für die ganze Scheiße, die vorher war. Also. Und weißt du, das Ding ist ja, manche sagen ja, ja, du darfst halt dann, wenn du zwei Farben mitnimmst, hast du ja weniger Chance. Du musst mehrere Farben mitnehmen. Ich hatte gerade drei fucking Farben dabei. Drei fucking Farben. Aber es kam einfach nichts. Konnte nichts machen. Also es ist einfach ein totaler Schwachsinn, wie manche krampfhaft versuchen, diesen Modus gut zu reden. Ja, du musst mit Mana-Kontrolle machen. Ja, scheiße, ich hatte gerade Hänsel dabei, ich hatte Proteus dabei und so weiter und so fort. Und hat mir nichts gebracht, hat mir einen feuchten Furz gebracht. Ja, also, es ist und bleibt Drecksmodus. Richtiger Scheißmodus. Und mal ganz ehrlich, das war der hier, ne? Ja. Nix. Niente. Was willst du da machen? Da kannst du 5 Mana-Kontrolle mitnehmen. Wenn du einfach nicht diese Scheißsteine kriegst, bevor sie auslöst, dann kannst du dir deine Mana-Kontrolle reinstecken, wo die Sonne nicht scheint, ja? Also, ich glaube, ich muss der Person mal dieses Video schicken, oder diesen Angriff zeigen. Der Mana-Kontrolle am Arsch, ey. So, die Kiste habe ich vorhin abgeholt, war nichts drin, ja? Alles gut, was ist das denn hier? Neues Update? Ah ja, gut. Mach dir mal. Vielleicht nimmt ihr Rush mal raus. Das wäre ganz nett. Das wäre ein schönes Update. Beste Update in dem ganzen Spiel, was man je gemacht hat. Gut. Ja. Typischer, also Rush von seiner besten Seite, ja. Das Einzige, was mich halt jetzt da animiert hat, mich einzukaufen, ist halt einfach die Verteidigung. Die ist anscheinend genauso ein Bastard wie die Offensive bei mir, ja. Weißt du, das Ding, guck mal, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ja, mal ganz ehrlich. Warte, wo, den wir besiegt haben. Hier, was ist das für eine Strategie? Was ist das für ein Skill, so eine Defensive aufzustellen? Das ist der letzte Dreck. Also nichts gegen Toth, ja, von Phoenix Empire. Alles gut, ja, er macht's ja richtig für den Modus. Aber es spiegelt halt einfach die Schwachsinnigkeit dieses Modus wieder. Wo ist der Sinn, Alfrike hinzustellen und einfach 4 Heiler? Das Team ist darauf ausgelegt, einfach
dass Alfrike das gegnerische Team zerstören soll. Ein Held, ein Scheißheld, hat einen kompletten Modus innegenommen und alle hassen es und es gibt 5% oder sowas, die das cool finden. Die haben wahrscheinlich zufällig auch Alfrike und mehrmals und mehrere Mickey und mehrere Lidenbrock und weiß der Geier was. Ja, die finden sowas dann cool, weil sie genauso arschig sind, die Arschig-Teams aufstellen können. Aber was ist das für ein Sinn? Es ist überhaupt keine Strategie, gar nichts. Es ist pures Glück. Du willst einfach nur offen zweimal Mutter hinstellen. Was ein Schwachsinn, ja? Nur damit sie hier wiederkommt. Und dieser Kampf, ja, also verstehe mich nicht falsch, wir haben den gewonnen, aber der ging mir sowas von am Keks, dieser Kampf. Also es war ein scheiß 9-Minuten-Kampf. Und wo ist da der Spaß? Wo ist da der Spaß? Ganz ehrlich. Ja. So, jetzt bin ich fertig. Hier, gegen Avengers verloren. Liegt aber nicht daran, dass diese Dev so toll ist. Ja, gib mir ein paar Steine, dass ich sie hier blocken kann, dass ich hier seinen Spott entfernen kann und dann mache ich das. Habe ich ja hier auch geschafft. Hier, da habe ich ein paar Steine gehabt, da ging das dann. Und natürlich Glück beim Reviven, ja, das gehört dazu. Aber der Rest, das war ja der größte Schwachsinn überhaupt. Also, auch wenn Rush Kriege und Rush Turnier ein paar Tage mal gut laufen und so, ne, und immer wenn ich schreibe, Rush ist das Beste, was es gibt, dann musst du da echt denken, dass ich dann, während ich das schreibe, am Boden liege und mich bepisse vor Lachen, ja, weil es ist der größte Scherz einfach. Aber man kann es, glaube ich, wirklich nur mit Ironie nehmen, weil es ist halt einfach Müll, ja. Man muss es weglachen, aber es triggert mich halt immer noch enorm und es wird mich auch jedes Mal, wenn ich diesen scheiß Modus sehe, dieses scheiß Symbol hier, wo ist es denn? Na jetzt, hier sieht man es jetzt nicht, aber im Krieg sieht man ja dieses blaue Scheißteil da. Also, wer sich das hat einfallen lassen, dem würde ich auch gerne mal die Meinung sagen. Gut, Freunde, dann wünsche euch einen wunderschönen Turniertag. Ja, es ist das beste Turnier auf der Welt, was es gibt. Deswegen lasst es uns genießen und haut rein. Macht's gut. Ciao.